Die Speichen kreisen auf der Radrennbahn. Die International Cycling Days stehen an. Im Sportzentrum treten nächstes Wochenende 16 Mannschaften aus 8 Ländern in verschiedenen Wettkämpfen an. Das Mannschaftsrennen nach 6-Tage-Art, also genau die Wertung, wie es bei den 6-Tage-Rennen ist. Mit Punktefahren, mit Ausscheidungsfahren und natürlich dann das traditionelle Madison, also zweier Mannschaftsfahren als Höhepunkt eines jeden. An den Start gehen bekannte Radprofis wie der Weltmeister Roger Kluge, der Vizemeister Christian Koch oder die Nationalmannschaft im Sprint. Der RKN-Sport veranstaltet das Event. Es wird von vielen Sponsoren wie beispielsweise der Gebäudewirtschaft Cottbus unterstützt. Das umfangreiche Programm ist dadurch nur möglich. Zudem auch der Kindervormittag am Samstag gehört. Hier können die Kinder vom Laufrad, also die 2-, 3- und 4-Jährigen bis zu den 8- und 9-Jährigen, die mit dem Straßenrad schon fahren können. Der Fokus liegt natürlich auf den Radprofis. Die Rennen beginnen am Freitag um 19 Uhr, am Samstag um 16.30 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr. Karten für die International Cycling Days sind unter anderem beim RKN Sport erhältlich.